Helge Dahms, jetzt in Funktion von Grün-Weiß-Ammelsbüren. Man muss bei dir aufpassen. Einmal bist du ja auch Zeugwart der Preußen Ersten, aber es gibt Gerüchte, dass du vielleicht morgen noch aktiv ins Turniergeschehen beim UFC eingreifen wirst. Was ist da dran? Ja, das stimmt. Ich werde morgen beim UFC als zweiter Torwart auf jeden Fall dabei sein, da ich dort auch in der Funktion als Torwarttrainer fungiere. Das heißt, du bist am Titel Mr. Stadtis eigentlich sehr nah dran. Wie viele verschiedene Trikots musst du so immer anziehen pro Tag hier? Pro Tag immer nur eins, das reicht dann auch, aber über die Tage verteilt ist es natürlich dann schon ein bisschen. Das heißt, für dich sind aber die Stadtmeisterschaften aus dem Kalender nicht mehr wegzudenken? Kaum. Man kommt ja kaum dran vorbei als Fußballer. Ja gut, gerade mit dir in Mehrfachfunktionen musst du natürlich echt schauen, wie du das mit deinem Privatleben noch vereinbarst. Oder das ist dein Privatleben hier, oder? Ja, hast du wohl recht. Stimmt wohl. Was macht das aus für dich? Warum bist du so begeistert immer hier? Ja, Stadtmeisterschaften ist halt immer ein Erlebnis. Halt in Münster überhaupt ist ja, ich glaube, das erste Mal habe ich 96, 97 mitgespielt. Also das ist schon fest drin im Kalender eigentlich. Und wenn man dann in Münster ist, alte Bekannte wieder trifft, hier ist immer super. Publikum ist super, also immer was los. Danke.